Servus Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Runde von Let's Play Farm Manager 2021 und wir müssen auf 100% beim Rapshonig, beim Buchweizenhonig, beim anderen Honig nicht, denn da sind wir gleich schon bei 300%, da haben wir mittlerweile, ja, wirklich schon 300% erledigt. 3000 sollten wir, 9000 haben wir, na herzlichen Glückwunsch und Lupine müssen wir noch anpflanzen, da haben wir in der letzten Folge ein bisschen, na, muss ich sagen, ein bisschen die Anweisungen ignoriert, da steht nämlich minimale Feldgröße 0,4 Hektar, das haben wir hier und das hier ist definitiv viel zu klein. Das leuchtet zwar wirklich, wirklich schön, 23 Tage nur noch, was ist da passiert? Ach so, das ist die Lupine, ich dachte schon, wir sind ja hier. Upsi, 69 Tage, hoi, ich dachte schon, es wächst aber sehr, sehr schnell. Aber wurscht, wir belassen das Lupine da drüben angepflanzt, das passt schon so, das können wir dann ernten, das können wir dann verkaufen, das passt alles. Das Feld ist leider nur ein bisschen klein, denn wir haben hier nur 0,224 Hektar. Also wir brauchen das Doppelte und das haben wir hier mit nämlich 0,426 Hektar. Das sind schon mal 0,2 Hektar mehr und das brauchen wir auch, um die Lupine-Mission erledigen zu können. Steht ja da, minimale Feldgröße ist 0,4 Hektar. Wir müssen es nur anpflanzen, wir müssen es nicht ernten. Das heißt, sobald wir es angepflanzt haben, ist da ein Haken dran. Und dann fehlt eigentlich nur noch Rapshonig und Buchweizenhonig. Und da sind wir gerade dabei, 3000 Liter zu produzieren, jeweils von den zwei Sorten. Wir haben da hinten auch noch drei Imkerhütchen aufgestellt in der letzten Folge und ich bin am überlegen, ob wir vielleicht da drüben auch noch welche aufstellen sollen. Wenn ja, dann müssen wir irgendwie schauen, dass wir eine Straße da durchbringen und das wird tricky, hier eine Straße durchzubringen. Ich glaube, das ist am Rande des Unmöglichen. Da müssen nämlich hier komplett zugebaut. Was ist denn da los? Warum haben wir denn da? Was haben wir denn da? Was haben wir denn da? Was haben wir denn da? Woran scheitert's? Ist nicht das passende Lager oder... Hä? Rapshönig? Blutenhönig? Was? 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 Kein Lagerhaus? Warum nicht? Ach so, das wird hier im Lager gelagert. Upsi. Das hätte man ja mal mehr sagen können. Oh, Kacke, und jetzt müssen wir da komplett durchbauen, oder wie? Ja, weißt du was? Ich reiß die zwei da weg. So, wir machen das so. Und stellen da dieses Lager auf. Weil das ist ja das Richtige. Guck mal, dann haben die sogar eine Abkürzung. Sehr gut. Dann schauen wir mal. 10 von 10, das waren die zwei, die wir da verkauft haben. Dann bauen wir die gleich wieder dazu. Strom. Weiß ich nicht, wir haben hier den einen Strom. Können wir mit dem vielleicht so nach hinten fahren? Hierhin. Das soll ja immer schön ausschauen. Ich finde, dass das immer schön aussieht. So sieht's gut aus. Und jetzt haben wir auch einen Lagerplatz für das Ganze. Guck mal, 239 Liter haben wir hier schon. Hallo, hallo. Und jetzt haben wir zumindest mal auch einen Weg da nach hinten. Das heißt, wir können da drüben auch noch ganz viele von diesen Imkerhäuschen aufstellen. Und das machen wir auch, weil wir da nämlich wieder beide drin haben. Buchweizen haben wir drin und Raps haben wir hier drin. Dann gehen die zwar ein ganzes Weilchen bis da nach drüben, aber ganz ehrlich, wenn wir eine Deko hinstellen, freuen sie sich, dann haben wir das schon wieder drin. So, haben wir da wen für die Imkerei? Leider nicht. Okay, dann stellen wir zuerst mal die Deko auf. Dann freuen sich die, wenn wir ein bisschen Deko aufstellen hier. Was nehmen wir denn da? Nehmen wir das hier. Das können wir hier eigentlich auch aufstellen. Die können sich ja hier auch ruhig freuen. Guck mal, haben wir dasselbe sogar wieder drüben. Imkereitiere. Imkerei-Ausdauer, nehmen wir mal sie hier. Ich hoffe, die geht so weit. Die ist wahrscheinlich schon erschöpft, wenn sie da ankommt. Ach nee, da ist sie schon. Guck mal, wie die rennt. Na, guck mal, die fängt gerade erst an. Alles gut, alles gut, alles gut. So, und alles ist drin. Guck mal. Nice, nice, nice. So, wie es sich gehört. Wir produzieren Buchweizenhonig. Wir produzieren Rapshonig. Wir produzieren normalen Honig, den wir gar nicht mehr produzieren müssen, weil wir eh schon so viel haben. Das passt schon, das passt schon. Da können wir ganz ruhig die Sache... guck mal, wie das jetzt wieder schön leuchtet. Sehr schön. Der Lion. 47 Tage noch. Wir sind bei 18% und 14%. Huch.
kein Lager Lupine. Was? Was brauchen die denn für ein Lager? Ein kleines Silo, das haben wir ja eh hier. Was ist mit dem? Warum passt das da nicht rein? Ach so, wahrscheinlich ist das zu klein. Maximales Fassungsvermögen 50.000. 20.000. Wie viel bekommen wir hier? Steht da jetzt nicht mehr. Okay, wie stellen wir das Große auf? Boah, das ist ja fast schon ein bisschen zu groß. Heieieiei. Tja, das sollte aber passen eigentlich. Na, der baut da wieder ein Hochhaus hin. Gut, da verstehe ich's. Weil ganz ehrlich, das muss schon ordentlich konstruiert sein. Weil da kann er nicht irgendwie nur so ein Ding hinstellen, was dann auf einmal auseinander klappt. Wenn da 5 Tonnen steht drauf. Weiß nicht, ob da nicht wirklich 20 Tonnen drin sind. Wir haben Platz 55.000. Und der haut das jetzt alles da rein, oder wie sehe ich das? Woran fehlt es denn hier? Nicht genug Arbeiter. Und da hinten haben wir alles. Nur hier ernten die schon? Ach, tatsächlich, die bringen schon die Ernte ein. Da brauchen wir ja gar keine Ballenpresse und so. Aber irgendwie schon mal, oder? Irgendwann mal werden wir die Ballenpresse brauchen. Weil mit der Hand die Strohballen hier formen, ich glaube, das wird nicht so wirklich hinhauen. Das kleine Feld hier ernten, das geht schon. Der Rest wird tricky. Schauen wir mal. Wir stellen mal noch so ein Ding hier auf. Ich nutze dann jede Gelegenheit, um irgendwie Honig produzieren zu können. Würde ich im freien Spielmodus, glaube ich, so nicht machen. Was ich machen würde, ist wie hier beispielsweise mittendrin einfach meine Imkerhütte hinstellen. Mittendrin unter all den Feldern würde ich einfach meine Imkerhütte hinstellen, nur um ein bisschen Honig zu produzieren, aber nicht so in dem Ausmaß wie hier. Also quasi an jeder Ecke 3 Imkerhütten. Das ist ein bisschen too much. Bei dem freien Spielmodus hoffe ich auch, dass das alles ganz schön aussieht. Na ja, toll, der ist schon wieder irgendwo arbeiten, wo sie nicht hin soll. Schade. Job vergeudet. Der auch, das gibt's ja nicht. Aus. Warum können wir denn nicht eine andere Arbeit zulassen? Manuelle Arbeit zulassen, maschinelle Arbeit zulassen. Wir lassen denen gar keine Arbeit zu. Der soll hier arbeiten. Was macht er denn jetzt? Unterwegs nach Schwarze Johannisbeerenfeld? Mal gucken, ob das funktioniert. Wenn wir sagen, der soll weder manuell noch maschinell arbeiten, dann kann er ja nichts tun, außer Imker. Mal schauen. Boah, der Trecker sieht aber auch nicht mehr wirklich gut aus. 29%. Eieieiei. Schauen wir mal, was der jetzt tut. Er tut zumindest ein bisschen was. Wie sieht's denn hier jetzt aus? Ernte einbringen? Okay, die sind immer noch am Ernten. Also hat noch nichts mit den Ballen, glaube ich, zu tun. Keine Maschine. Und nicht genug Arbeiter. Na, vielleicht liegt es an den Arbeitern. Ich weiß es nicht. So, ist der schon wieder zurück? Nee, der arbeitet noch. Ruht sich aus. Können wir denn jetzt hier... Jo. Sehr schön. Huch. So, gleich mal ein neues Outfit. Schauen wir mal, ob das funktioniert oder ob wir die Maschinen wirklich brauchen. Aber ich denke mal, wir werden die Maschinen brauchen. Spätestens auch hier, wenn die Ernte eingebracht wurde. Werden wir nicht drumherum kommen, die restlichen zwei Maschinen noch hier in unserem Parkplatz zu stellen. Ich glaube, die würden wir da hinten aber unterbekommen. Irgendwie, wenn wir da ein bisschen hantieren, sollte das möglich sein. Ansonsten versuchen wir es hier. Dann stellen wir das Teil dann, dieses Sägewerk wieder zurück. Schneidwerk stellen wir dann wieder hier ab, wo es vorher stand. Mal schauen. Oh, mittlerer Hühnerstall, Tiere krank. Was? Tierarzt, sofort. Na, sowas aber auch. Da kommt er schon, wird ausgebremst, aber vom Liefer-LKW. So, jetzt geht's los. Okay, keine Maschinen-Sammelrechel. Hab ich mir fast gedacht, dass wir das brauchen werden. Na gut, Freunde, dann kaufen wir halt mal wieder ein. Und zwar die Ballenpresse, die ist sehr billig. 1200, das geht ja wirklich sehr gut.
Die stellen wir mal hier hin. Und dann noch den riesen Anhänger. Wo stellen wir das hin? Stellen wir das mal hier hinten hin. Und den Anhänger stellen wir hier hin. Huch! Ich glaube, das ist einer der teureren. Oder auch nicht? Nee, tatsächlich nicht. 3000, das ist ja easy. Da hätte ich ja nicht so lange rumscheißen müssen, wenn ich gewusst hätte, der ist so billig. So, arbeitet momentan der Feldbass. Haken? Ich dachte, da kommt doch ein Stroh. Aber die arbeiten. Finde ich gut. Finde ich sehr gut. So, wie schauen wir da aus? 28% und 25%. Guck mal, wir holen auf mit dem Buchweizen. Bisher waren es 4% Unterschied, jetzt sind es 3% Unterschied. 2% Unterschied. Guck mal einer an. Na gut, Raps wird gerade nicht produziert. Weil wir haben ja hier nichts. Aber die haben das tatsächlich per Hand gemacht. Jetzt kommt die mit der Ballenpresse. Okay. Ja, gut, dasselbe Schicksal wird auch das Buchweizenfeld ereilen, weil da wird jetzt gleich auch nichts mehr geschehen, bis dann wieder neu angepflanzt wird. Aber das sind zum Glück nur so kleine... Boah, Alter, die haut da hin. Huiuiuiui. Was haut ihr denn da alles raus? Da liegt ja jede 2 Meter so eine... Boah, Alter. Wie viele sind denn das? 4 bis 5 pro Reihe. Warum so viel? Woran scheitert es denn jetzt wieder? Keine Maschine Sammelrechen. Was? Natürlich haben die ein Sammelrechen irgendwo. Oder? Schneidwerk? Siebmaschine? Sammelrechen? Steht ja da gar nicht, dass wir das brauchen. Sammelrechen, tatsächlich. Na gut, wenn du das sagst, dann kaufe ich's halt. Weil da unten steht nichts von dem Sammelrechen. Guck mal. Interessant. Oh, da haben wir sogar die Feldpriorität auf hoch eingestellt. Das wollte ich ja gar nicht. Kann ruhig wieder normal gehandhabt werden. So, jetzt fährt die mit dem viel zu großen Anhänger hier rum. Und lädt alle auf. Obwohl nur 8 draufpassen. So, und das ganze Stroh können wir jetzt aber auch gleich mal verkaufen. Ich weiß nicht, ob wir das schon eingeplant haben hier im Handel. Haben wir. Sehr gut. Wir haben vorgesorgt. So, und jetzt geht wahrscheinlich hier bei den 2 Grad überhaupt nichts. Ne, wir haben einen kompletten Stillstand. 853, 851. Wir müssen warten, bis hier wieder losgeht. Gesammelte Ballen. Und dann muss wieder frisch angefangen werden. Peter Fuchs ist schon auf dem Weg mit Traktorreger und Fluglili. Sehr schön, sehr schön. Beim Buchweizenfeld tut sich gerade auch überhaupt nichts. Jetzt muss gewartet werden. Aber wir sind zumindest schon mal bei fast einem Drittel. Das heißt ja schon mal was. So, das wäre erledigt. Wie sieht's hier aus? Wie lange brauchen wir da noch? 2 Tage nur noch. Hoi, das ist aber sehr schnell. Caroline kommt mit Traktorreger und Gruber Estera und buddelt gleich mal weiter. Ich weiß nicht, ob sie den Raps schon bestellt haben oder ob der wieder erst frisch bestellt werden muss. Auf jeden Fall, wenn er mal gepflanzt ist, dann soll es auch mit dem Honig gleich weitergehen. Und dann geht derselbe Spaß beim Buchweizenfeld los. Das dauert natürlich jetzt extrem lang, weil sich die Normalus, die Saisonarbeiter, das Feld genommen haben. Jetzt wird wahrscheinlich da hinten gearbeitet erstmal. Da kommt der andere. Guck mal, auch die Saisonarbeiter haben sich das geschnappt. Und sehen. 1, 2, 3, 4, 5. Oder düngen die erstmal? Okay, die düngen erstmal. Okay. Die sehen nicht, die düngen erstmal. Die sehen nichts mehr. Die sind blind vor Freude. Jetzt sind nochmal interessiert, was steht denn da unten jetzt bei den Einnahmen? Minus 275.000, das glaube ich aber auch. Da oben, das sind immer mehr und immer mehr. Wir nähern uns bald der Million, aber Hauptsache wir machen minus 100.000 im Jahr. Mhm. Ich glaube aber auch. Aber das dauert aber doch länger als gedacht, muss ich zugeben, mit dem Honig.
Gut, liegt natürlich jetzt daran, dass das Feld hier gerade nicht so läuft wie im Normalbetrieb, dass da gerade nichts dran wächst. Wenn es dann wieder losgeht, dann geht es eh wieder los. Aber ich glaube, da brauchen wir sogar fast noch ein bisschen. 133 Tage wird ja fast ein bisschen knapp. Wir können uns noch ein paar Imkerhütchen hier aufstellen. Machen wir das vielleicht mal in der Zwischenzeit. Damit wir dann wirklich gleich produzieren können. So, und zwei Mitarbeiter brauchen wir hier auch. Dabei sollen die halt irgendwas anderes produzieren. Entweder normalen Honig oder gar nichts. Ich weiß nicht, was machen die denn? Die produzieren nur normalen Honig. Wie viel haben wir denn da schon mittlerweile? 13.000, da super. Und brauchen gerade mal drei davon. Drei Pflanzen. Wir müssen natürlich auch hier noch abwarten. Ernte wird gerade eingebracht. Dass wir dann da gleich umswitchen auf Lupine. Dass wir das ja nicht vergessen. Ich weiß noch nicht, ob das überhaupt noch dieses Jahr angepflanzt wird, aber ich denke mal schon, 127 Tage, das sollte sich alles noch ausgehen. Nicht, dass da gleich wieder der nahende Winter einen Strich durch die Rechnung macht. Aber das hier wird tricky. Wird geliefert, okay. Der Raps kommt schon wieder. Ich sehe, da kommt ein Auto, ich sehe leider keinen LKW. Aber vielleicht ist er auch schon wieder da, der Raps. Huch. Gebäudestörung. Was? Defekte Maschine, das wird immer besser. Und ein befallenes Feld, aber wir düngen ja eh. So, Reparatur kommt schon. Na gut, der ist ja komplett im Arsch schon, der Traktor 16%. Den müssen wir mal komplett reparieren. Nicht nur so ein bisschen. Sagen wir mal, zumindest auf 70%. Selbst wenn jetzt da in der kurzen Zeit nichts gemacht werden kann, aber bevor uns der auseinanderfällt, Freunde, sollten wir schon gucken, dass wir da... Alter, wir sind bei 913.000. Der will mir erzählen, ich mache Minus. Bald bei einer Million. Wo ist denn der Trecker jetzt hin? Ach, der ist schon wieder am nächsten Feld unterwegs. Aber der wird während der Feldarbeit wieder renoviert. Guck mal einer an. Na, das ist ja mal was. Das ist ja ein Service. Guck mal. 70% während er arbeitet. Cool. Na, das freut mich. Nicht genügend Arbeiter. Beim Raps. Zumindest hier wird ein bisschen gearbeitet. Wird geliefert. Pflügen dauert an. Und da können wir jetzt umstellen und zwar auf Lupine. So. Dann werden wir nämlich hier gleich den Rest noch verkaufen. Vom Lein. Und dann hier gleich mal rauswerfen. Weil wir haben ja jetzt nur noch Lupine angepflanzt. Und da sollte das dann, glaube ich, sogar schon bald zum zweiten Mal geerntet werden. Wie lange dauert das Lupine? 95 Tage. Das sollte also alles noch ganz okay sein. 115 Tage haben wir Zeit. Also ist alles noch im grünen Bereich, denke ich. Einziger Problem, das wir haben, ist jetzt eben hier gerade mit dem Honig, dass da gerade überhaupt nichts weitergeht. Weil das eben... Ah, jetzt geht's los. Okay. Jetzt wird eingepflanzt. Sehr schön. Jetzt wird eingepflanzt. Da wird der Mist geliefert. Zumindest mal beim Raps geht es ein bisschen weiter. Das ist schon mal sehr schön. 5 Leute dafür. Ich bin überlegen, ob wir vielleicht noch so ein Saisonarbeitskräftegebäude hier, weißt du schon, irgendwo hinstellen sollten. Aber ich glaube, dass wir gerade so durchkommen. Irgendwie. Also Mitarbeitermangel hatten wir immer. Auch in der Kampagne, da kann ich mich noch dran erinnern. So, ich nehme mal sie, auch wenn sie nicht wirklich viel kann. Na toll, schon wieder irgendwo im Einsatz. Nach Lagerplatz für Mist, was macht ihr denn dort? Ah, zum Buchweizenfeld. Na, da solltet ihr das ruhig mal machen. So, da geht's jetzt weiter. Jo, guck mal, Raps geht weiter. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Und da kommt auch gleich noch jemand dazu. Genau die richtigen.
Genau die, die es nicht machen sollen, werden mir angezeigt. Nicht genügend Arbeiter. Ja. Dabei arbeiten eh die dort, die nicht arbeiten sollten. Ja, dann müssen wir erstmal warten, bis die wieder zu Hause sind. Aber zumindest geht es mit dem Raps jetzt wieder aufwärts. Das Buchweizenfeld, das braucht noch ein bisschen. Das mit dem Raps haut aber hin. Ich hoffe nur, dass es da drüben auch hinhaut. Aber es sieht gut aus. Ich glaube, der kommt gerade mit dem Miststreuer. Ich hoffe, die bauen das noch an. Ich hoffe sehr, die bauen das noch an. So, ich glaube, er hat gerade nichts mehr zu tun. Nope. Nur sie ist noch am werkeln. Und zwar geht sie aber eh schon wieder nach Hause. Und ich glaube, auch jetzt ist sie frei. Yep. So, dann haben wir nämlich da unten nochmal zwei im Betrieb. Und können dann noch mehr herstellen. Obwohl wir da auch gerade wieder einen Stopp haben, sehe ich gerade, warum auch immer. Warum das denn? Weil gerade gespritzt wird? Warum haben wir denn gerade da einen Stopp? Kein Rapshonig? Liegt vielleicht daran, dass die gerade da mit dem Mittel am Rumspritzen sind? Dass die Bienen sich da gar nicht trauen? Aber die haben ja vorher auch gespritzt und da wurde ja auch produziert ganz fleißig. Schauen wir mal, wenn die fertig sind. Die sind dann mit einem fertig, die haben dann noch eins. Eins haben sie schon, eins ist gerade, eins kommt noch. Schauen wir mal. Jo, und dann wird sofort weiter produziert. Also es liegt anscheinend daran, wenn die gerade mit irgendeinem Insektenmittel oder sonst irgendwas da gerade rumsprühen, dann geht nichts weiter. Aber wie es jetzt nach oben geht, guck mal. Und Lupine wäre angepflanzt. Das heißt, die letzten zwei Missionen sind eben die hier. Produziere Rapshonig, produziere Buchweizenhonig. Das sind die restlichen zwei Missionen, die uns noch fehlen. Und das mit dem Buchweizen kann noch eine Weile dauern, weil wir da... Ah, jetzt geht's los. Guck mal, jetzt geht's los. Okay, jetzt wird, glaube ich, gerade wieder gespritzt auf der einen Seite. Aber zumindest mit dem Trecker. Das heißt, es geht ganz flott. Sehr schön. Guck mal, wie der Balken sich da füllt. Das freut mich. Und dann kann fleißig weiter produziert werden. Schauen wir mal. Vielleicht schaffen wir es noch auf 100%. Ich habe ein bisschen meine Zweifel, muss ich ehrlich zugeben. Obwohl wir jetzt schon überall solche Imker-Dinger stehen haben. Aber die sind schon brav am Produzieren. Guck mal, wir sind jetzt zumindest schon mal bei einem Drittel. Wir haben Herbst. Warten wir mal ab, bis wir den Winter dann wirklich vor der Haustür haben. Vielleicht schaffen wir es ja. Mal auch mit dem Buchweizen. Wir schlagen da ordentlich zu. Ich glaube, 30 Liter sind ja immer 1%. Jo, wenn wir 3000 haben, sind 30 Liter 1%. Manchmal stockt es, manchmal kommt urviel auf einmal. Na, gucken wir mal. Ich glaube, da müssen wir fast sogar nochmal ins nächste Jahr gehen. Ich weiß nicht genau, ob sich das wirklich alles bis zum Ende hinausgehen wird. Ob das wirklich alles sich. Ob das wirklich gelingen wird. Dass wir da die 100%. Vielleicht schrammen wir gerade bei 90% oder so. Knapp am Ziel vorbei. Das kann natürlich auch möglich sein. 36 haben wir. In 90 Tagen geht der Winter los. Da müssten wir fast jeden Tag oder zumindest jeden zweiten Tag 1% machen. Und ich glaube, das ist nicht so wirklich ganz drin. Wir machen zwar schon viel, aber ich glaube nicht so viel leider. Ah, schade, das hat uns ein bisschen aus der Bahn geworfen, glaube ich. Vor allem in 57 Tagen wird dann der Raps schon wieder geerntet. Das heißt, da kommt dann auch nichts mehr für die Zeitspanne. Da wird der Raps geerntet, dann ein bisschen später in 70 Tagen wird das Buchweizenfeld geerntet. Ich glaube, da werden wir noch ein bisschen ins Jahr 2024 arbeiten müssen. Das habe ich zu spät gemacht, glaube ich, die Felder. Die hätte ich schon früher anlegen sollen. Na gut, da hat man ein bisschen Geldprobleme, weil mich das auch sehr verunsichert hat. Ich habe bisweilen immer von dem hier gelebt.
von dem geschätzten Budget, da haben wir immer geschaut und immer gesagt, boah, wie gut wir sind, wie viele Millionen bin ich machen im Jahr, im Monat und so weiter und so fort. Und jetzt steht hier geschätztes Budget im Jahr minus 305.000. Ja, und dann gucken wir hier vorne hin und der Balken wird immer größer und größer und größer. Da sind wir schon ganz so bei einer Million hier oben. Also wo dieses geschätztes Budget daher kommt, ist mir ein Rätsel. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, wer dafür verantwortlich ist. Es muss jemand Verrücktes sein. Aber ich muss sagen, im Großen und Ganzen läuft es schon ziemlich gut. Also für das, dass wir angefangen haben mit den drei kleinen Feldern da oben, mit der Stachelbeere, läuft das schon ziemlich, ziemlich gut. Wir haben ja zuerst mal die drei Felder gemacht, dann haben wir es vergrößert auf 6 Feldern. Irgendwann sind wir dann drauf gekommen, wir könnten ja mal wieder auf die Wachteleiproduktion setzen, weil das ist immer so ein, naja, eigentlich so ein guter Geldpuffer, den wir uns da dazu legen können, den wir da ein bisschen dazu verdienen können mit dem. Und irgendwann sind wir dann auf den Imker gekommen, eben weil wir sie ja wegen der Mission brauchen und dann eben auf die Felder. Und mittlerweile sieht das ja doch schon sehr beachtlich aus. Also fast die Hälfte haben wir schon wieder ausgefüllt von dem, was wir gerade bauen können. Wir könnten natürlich auch in alle Richtungen noch weiter bauen, aber das ist, glaube ich, in den kurzen Szenarien hier nicht wirklich notwendig. Und wir schrammen gerade an der Million vorbei. Guck mal, der will mir erzählen, ich mache minus 300.000 im Jahr. Der soll sich erstmal auf den richtigen Bauernhof hier erkunden. Ich glaube, der macht die Statistik für den hier. Da wird's passen. Aber der hier, das ist kein Verlustgeschäft. Das war vielleicht mal der Fall. Aber jetzt definitiv nicht mehr. Guck mal, es ist eine riesige Spanne. Wir waren vorher bei 2-3%. Jetzt sind wir schon bei fast 10% zwischen Rapshonig und Buchweizenhonig. Haben bald 1400 Liter vom Rapshonig produziert. Und beim Buchweizenhonig, da wird gerade kräftig gestockt. Okay, weil die gerade mit der Spritze kommt. Okay. So, jetzt geht's auch beim Buchweizenhonig weiter. Na gut, Freunde, ich würde sagen, ich habe euch zwar versprochen, wir machen das in dieser Folge fertig, aber leider Gottes, glaube ich, wird das nichts werden. Wir haben 71 Tage noch, bis der Winter beginnt und brauchen aber noch 62% beim Buchweizenhonig. Das heißt, wir müssten jeden Tag 1% machen und man sieht ja, das wird leider nichts. Das werden jeden Tag um die 30 Liter, damit wir da irgendwie hinkommen. Und diese 30 Liter, die am Tag, die machen wir leider nicht. Da sind wir drunter. Wir machen vielleicht die Hälfte davon. Wir machen 15 Liter. Wir machen möglicherweise 20 Liter. Aber leider keine 30 Liter. Das heißt, wir müssen noch in der nächsten Folge ein bisschen ins Jahr 2024 reinarbeiten. Wir müssen schauen. Ich werde gleich wieder die Priorität von den zwei Feldern da unten auf hoch setzen. Damit wir die priorisiert behandeln. Dann werden die zwei Felder da unten prioritär behandelt. Und wir können in der nächsten Folge einfach mal nur darauf hoffen, dass wir so schnell wie möglich auch beim Buchweizenhonig die 100% erreichen. Der Rapshonig wird ganz gut. Guck mal, wie der wieder rennt. Hei, 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 hei. Hui, guck mal, wie wir da produzieren jetzt. Alter, ich glaube, den Rapshonig, da schaffen wir es ja vielleicht sogar wirklich dieses Jahr noch. Aber der Buchweizenhonig, der stockt viel zu sehr. Guck mal, der stockt viel zu sehr. Das mit dem Buchweizenhonig, das wird nichts. Mit dem Rapshonig, das könnte sich knapp ausgehen. Ich bin mir aber auch unsicher. Ich glaube, da waren wir so bei 90%. Beim Buchweizenhonig wahrscheinlich so um die 80% haben. Und dann werden wir, wie gesagt, ein bisschen ins Jahr 2024 arbeiten müssen. Ein, zwei Monate. Und dann sind wir bei der nächsten Folge auf jeden Fall auch mit diesem Szenario hier fertig. Danke auf jeden Fall fürs Zusehen von dieser Runde hier von Let's Play Farm Manager 2021. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Nicht wundern, wenn gerade ein paar Tage keine Folge kommt. Es sind nämlich gerade viele Projekte gleichzeitig am Laufen. Und es ist schwierig, da alles immer aufnehmen zu können von jedem einzelnen Let's Play. Deswegen nicht wundern, wenn da ein paar Tage mal keine Folge kommen sollte. Es ist auf jeden Fall nicht abgebrochen, nicht beendet das Spiel, auf keinen Fall. Wir spielen weiter, auch wenn es dann erstmal in, weiß nicht, 3-4 Tagen soweit sein sollte. Versprochen, versprochen, versprochen. Danke nochmal fürs Zusehen und wir sehen uns dann wieder in der nächsten Folge hier bei Farm Manager 2021. Bis dahin, tschüss!